Und Schnapp! Ich habe schon gespielt für drei Sätze, ist auch nicht alltägliche Phrasen, aber es war gut für mich, dass ich mal ein hartes Match hatte. Sie sind ein paar Mal ausgerutscht bei manchmal kritischen Situationen. Was war da los? Ja, das passiert mir öfter. Ne? Es liegt nicht nur am Rasen, sondern auch ein bisschen an meiner Beinarbeit, glaube ich. Aber es war nichts Dramatisches dabei? Nein, das passiert mir häufig. Wir sind zwei Runden erst absolviert nach diesen Regenpausen. Das kann ja eine harte Woche werden, wenn man bedenkt, also maximal noch 5 Spiele bis zum Finale, das in 7 Tagen maximal. Das ist relativ viel, ja. Das gab es, glaube ich, noch nie in so kurzer Dauer, so viele Matches. Aber mal gucken, auch morgen erstmal frei. Ne? Und das heißt auch, dass ich dann jedes Spiel gewinnen muss. Ne? Und das wäre dann sehr positiv. Da würde ich es schon gerne in Kauf nehmen. Wie stellen Sie sich darauf ein? Immer Gegner für Gegner? Ja, Tag für Tag, wirklich. Ich gucke nicht so weit in die Zukunft, sondern am Montag ist mein nächstes Match und bis dahin geht meine Zeitrechnung. Aber das Ziel bleibt im Visier? Ja, so ganz hinten im Kopf habe ich es schon noch, ja. Ich wünsche viel Glück. Danke. Fußball. Fast so kompliziert, wie wenn man nach Abseits fragt, ist die Antwort, wenn man nach dem Begriff Relegation fragt. Das bedeutet also, dass der drittschlechteste von den Guten, der FC St. Pauli, gegen den drittbesten der etwas schlechteren, also aus der zweiten Liga, also gegen die Stuttgarter Kickers spielt. Und wer das dann insgesamt gewinnt, der spielt vermutlich dann im nächsten Jahr wieder als drittschlechtester der besseren gegen den und so weiter. Das ist also Relegation. Und die musste diesmal gleich dreimal stattfinden, weil die zweimal vorher jeweils 1-1 gespielt hatten. Die St. Paulianer hatten wirklich viel Glück, also sprangen dem Abstieg zweimal von der Schippe. Heute waren sie dran. Tibor Meingast aus Gelsenkirchen und er zeigt uns die fairen Sachen. Das kriegen sie dann auch, wenn sie zusammenbleiben. Ja, und dann war die Krise eben da. Und jetzt ist es sehr, sehr schwer, die Dinge noch zu steuern. Ich weiß nicht, ob man den Slowenen und den Kroaten zumuten kann, das noch einmal rückgängig zu machen, was sie schon getan haben. Ja, Herr Gatisch, sehen Sie einen Weg, aus der Zunahme von Gewalt herauszukommen? Das ist ein sehr schwieriger Weg. Das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist eine ganz, ganz schlimme und katastrophale Eskalation der Gewalt, die es aber in Jugoslawien schon seit Monaten gibt. Tagtäglich können wir in Zeitungen von Gewalttätigkeiten auf allen Seiten lesen, nicht nur von einer Seite. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich alle Teile der Bevölkerung bewaffnet haben. Und diese Eskalation hat aber gezeigt, dass ein viel, viel stärkeres Engagement, ja ein massives Engagement des Ausländischen